Ja, ich heiße euch herzlich willkommen zurück. Lufia 2, Rise of the Sinistrals. So, wir waren hier in der Wüste stehen geblieben und irgendwo müsste hier eine Stadt sein, wollte ich gerade sagen. Königreich Usaika. So, wir schauen uns hier erstmal um und im späteren Verlauf des Parts werden wir dann noch ein bisschen Backtracking betreiben. Warum, das sage ich euch dann, wenn es soweit ist. Schauen wir erstmal, was hier so abgeht. Wer bist du? Okay. Autsch. Ihr fühlt euch wohl sehr stark, ihr Waschlappen. Hey, was ist das? Was geht ab? Was? Wer seid ihr? Was bildet ihr euch ein? Du bist also der stärkste Krieger des Schlosses, der Oberwaschlappen. Freundchen, ich bin der stärkste Krieger der ganzen großen Welt. Witzig, witzig. Mein Name ist Idura. Ein gewisser jemand hat mich geschickt. Wer? Du akzeptierst Befehle von Leuten ohne Namen? Komm zur Sache. Unwissender, ich ziehe es vor, seinen Namen nicht zu nennen. Genug gequatscht. Warum bist du aus deinem Loch gekrochen? Du hast eine recht lange Leitung. Okay, jetzt zum Mitschreiben. Ich bin hier, um zu zerstören. Naja, gut, dann wissen wir ja schon, wer ihn geschickt hat, ne? Du hast wohl zu heiß gebadet, oder? Dieses Königreich willst du zerstören mit deinen Babymonstern? Du bliebst zu scherzen. Du spielst mit deinem Leben. Auf ihn mit Gebrüll, meine Freunde! Packt ihn! Du Unglücksbohm, du hast einen Fehler begangen. Ihr Monster, was ist mit euch los? Macht ihn fertig! Worte sind Schall und Rauch. Zeige deine wahre Stärke. Was zum... Huhu, hier bin ich. Jetzt geht die Party richtig los. Okay. Das war nur einer meiner 100 Spezialtricks. Dagegen sind deine Monster kleine Fische, Weicheier. Ha, so kommst du mir nicht davon. Du wirst mit deinem Leben bezahlen. Komm her. Was? Bezahlen? Ach, bezahlen kann man nur, wenn man dort was kauft. Du hast nichts, was ich kaufen möchte. Schuft, du hast mich lange genug beleidigt. Du wirst mir nicht entkommen. Was hat ihn denn so wild gemacht? Niemand auf der Welt kann mir das Wasser reichen. Bin ich nicht klasse? Auf jeden Fall hat er ein gesundes Selbstvertrauen, ne? Zeig, das ist mal sicher. Ja, schon, das ist wahr, aber nicht so besonders clever. Stimmt. Huch, da scheint noch eine kleine Monsterdame übrig zu sein. Wo ist das Monster, das mein Königreich zerstören will? Eure Hoheit, da ist es. Oh, hallo. Ich sage auch zu jedem Monster erst hallo. Wunderbar, Perseus, trete zurück, ich knöpfe ihn mir vor. Ciao, Perseus, ich habe das Monster besiegt. Meine Hochachtung, eine wahrlich königliche Leistung. Ja, es war ein Plop. Aber gut. Keine Schmeicheleien, als Prinz ist es meine Pflicht, mein Land zu verteidigen. Oh, deine Worte rühren mich zu Tränen. Ja, sehen wir langsam mal gut, ne? Hey, Dekar, du bist es. Hast du das auch gesehen? Mein König, bringe dich nicht in Gefahr. Papperlapp, nur ich kann dieses Land beschützen. Dekar, sei stark wie ich. Ja, eure Hoheit. Oh Gott. Gut, Perseus, ich gehe wieder hinein. Ja, mach das. Das war also Dekar. Das ist ein aufregendes Land, in jeder Beziehung. So, gibt's hier irgendwas? Nope. Scheint nicht so. Na, schauen wir mal. Du siehst wie ein echter Krieger aus. Bist du vielleicht Maxim? Genau der bin ich.
Nun, ich hörte bereits von dir. Dein Ruf eilt dir voraus. Ja, die Leute. Nicht so bescheiden. Ich wollte dich und deine Leute immer schon einmal kennenlernen. Warum das denn? Es gibt nur einen Grund, einen anderen Krieger zu treffen. Ein Duell. Nicht so schnell. Ich bin gerade nicht in der Stimmung für einen Kampf. Nee, das sind wir gerade nicht. Das Schade, es wurde gerade interessant. Doch warum bist du dann hier? Kennst du einen Mann namens Gades? Nun, er soll ganz Gordovan in Schutt und Asche gelegt haben, kaum zu glauben. Aber leider wahr. Wie kann bloß ein Mann allein eine ganze Stadt zerstören? Warst du ein wenig furchterregend, ja. Furcht? Quatsch. Ich brenne darauf, ihm Zunder zu geben. Ehrlich? Ach ja, Gades soll hier in der Gegend sein. Sicher? Ja, und Idura soll auch in der Nähe sein. Meinst du, Gades hat ihn entsandt? Idura beherrscht die Monster. Gades muss dahinter stecken. So, ganz nebenbei. Willst du mir nicht deine netten Begleiterinnen vorstellen? Klar. Das ist Tia. Ich kenne sie seit meiner Jugend. Hi, schön dich kennenzulernen. Und das ist Celan. Sie ist eine tapfere Kriegerin und will uns im Kampf gegen Gades beistehen. Hi. Jo. Celan aus Pandoria. Du bist nicht nur eine tapfere Kriegerin, sondern auch besonders hübsch. Du bist ein Süßholzraspler, wie? Nun, ich kämpfe gewöhnlich mit dem Schwert. Doch diese Dame ist besonders nette Worte wert. Oh, wow. Ehrlich? Ja, ehrlich? Fühlt euch im Schloss wie zu Hause. Lasst uns später die Klingen kreuzen. Ziemlich direkt, der Junge. Er scheint die Tricks zu kennen, auf die Mädels immer wieder hereinfallen. Warum schauen wir uns das Schloss nicht von innen an? Das ist eine gute Idee. So. Ja, hier im Schloss haben wir jetzt anscheinend gleich alles. Ich übernachte mal. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt Lebenspunkte oder so verloren habe, aber egal. So, was hast du denn für uns? Den Stab. Den kriegt schon mal Celan. Die kann auch. Was? Die kann auch das Scimitar ausrüsten. Okay. Nehmen wir für ihn mal das Eisenschwert. Die könnte notfalls den Stab ausrüsten. Da geht aber die Abwehr runter. Zwar nicht viel, 5 Punkte. Und die Magieabwehr 10 Punkte. Naja, jetzt nicht so, ne? So. Er hat das Eisenschwert ausgerüstet, wie den Stab. Dann gucken wir doch mal. Ups. Boah, dann kriegt sie mal das Scimitar. Obwohl Tia jetzt nicht unbedingt auf Stärke gehen muss. Es reicht eigentlich, wenn die Abwehr hat, weil die agiert eh fast nur noch als Heilerin jetzt. So, ist der einzige Shop. Okay. Dann gucken wir, was sie hier noch haben. Ein Kettenhemd.
Eisenhelm. Ja, ist jetzt nicht wirklich so viel, ne? Für die beiden gibt es tatsächlich gar nichts, für Tia und Selan. Ja. Dann halt nicht, ne? So, was haben wir denn hier? Prinz Rocco könnte mit ein wenig Training ein guter Kämpfer sein. Er hat das nötige Potenzial. Hm? Hey, Maxim, bist du jetzt bereit für ein kleines Duell? Ich stehe dir jederzeit zur Verfügung. Nee. So, was hast du denn? Ach so, das sind Items, die ich einsetzen kann. Okay. Hm. Brauche ich jetzt eigentlich auch nicht so wirklich. Ich kann recht gut mit dem Schwert umgehen. Kostprobe gefällig. Nope. Mein Gott, warum sind die alle so... Alter, so aggressiv hier und wollen gleich kämpfen. Mein Gott. Bild mal. So. Wie kann ich da... Ja, Speichern klingt ganz gut. So, was haben wir hier noch? Was bist du denn? Hm, das ist heute aber wirklich sehr lecker. Aha, willst du damit sagen, dass mein Essen sonst nicht schmeckt? Olorö, da ist aber jemand empfindlich. Nun ja. Waren wir schon mal essen? Oder woher weiß Maxim das? So, wo komme ich hier hin? Das ist die Treppe, okay. Eure Hoheit, Idura ist in die Nordgrotte geflohen. Wunderbar, Perseus. Packt meine Sachen. Ich werde Idura das Fürchten lehren. Jawohl, mein König. Die Nordgrotte ist ein gefährlicher Ort. Es ist besser, wenn ich mich um Idura kümmere. Danke für das Angebot. Doch ein Teufelskerl wie Idura kann nur ich besiegen. Ja. Aber, Eure Majestät. Keine Angst, gegen mich ist Idura nur ein kleiner Wurm. Selbstverständlich. Eure Hoheit. Dekar, es tut mir leid, dich immer wieder um Hilfe zu bitten, aber könntest du dem Prinzen folgen? Keine Frage, aber auf Dauer macht dieses Spiel keinen Spaß. Ich weiß, aber ich hab doch etwas nach, aber hab doch etwas Nachsicht mit Rocco. Sehr wohl, mein König. Ich mache mich sofort auf den Weg zur Nordgrotte. Ach ja, Dekar, vielleicht könntest du Rocco helfen, ohne allzu viele... verstehst du? Ich hab verstanden. Ja. Seit seiner Kindheit hat Prinz Rocco nur einen Wunsch, so stark sein wie DK. Das wäre ja alles kein Problem, wenn nur ein wirklich starker Prinz aus ihm geworden wäre. War nie schlecht. Rocco benimmt sich wie ein Kind. Ich konnte nichts tun.
Oh je. So. Gut. Wie schon erwähnt, machen wir jetzt ein bisschen Backtracking, denn wir sind in der Vergangenheit etwas durch ein paar Höhlen gekommen, wo wir gewisse Punkte hatten, wo wir noch nicht weitergekommen sind. Nämlich, weil wir, also weitergekommen sind wir schon, aber wir hatten gewisse Stellen, wo wir noch nicht hingekommen sind, weil wir den Enterhaken noch nicht hatten. Und deshalb... ja. Wappen wir uns jetzt mal, und zwar als erstes nach Tarika. Ich glaube, das war hier. Muss ich selber erstmal... überlegen, wo genau. Ne, da sind wir schon wieder draußen. Ah, wo war das jetzt? War das hier? Oh, Schalter. So. Ja, genau reingerannt. Naja, aber gut, die dürften jetzt für uns kein Thema mehr sein. Gehe ich mal. Yo! Alter, Gordo! Ja, ganz ruhig! Wenn ich denn wirklich in jedes Vieh hier rein, mein Gott, ist das manchmal nervig. Einfach so, schwupp, ja, ich greife dich jetzt doch an. Ich habe zwar keine Chance mehr gegen dich, aber hey. ja, genau, hier war das. So. Und es gibt ein Drachenei. Sehr schön. So, ich könnte hier eigentlich gleich Flucht benutzen. So, der zweite war Lunaria. Und zwar im Schloss gab es ja diesen... Kerker. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie ich dahin kam. Ja, genau. Der war's. So, ich glaube, das war hier. Ah, das war hier. Bomben. Ah ja, hier ist es doch gleich. So, zurück zum Enterhaken. Zack.
Ein Wasserjuwel. Okay, ich weiß jetzt noch nicht so richtig, für was das gut ist, aber... kriegen wir raus. So, Flucht. Gut, das war das. Und dann haben wir noch eine Station, die ich gerne noch besuchen möchte. Und zwar... Minias, ich weiß, da waren wir erst. Aber... ich bin... nachdem wir... den Typen da aus der Höhle, befreit hatten, beziehungsweise er die Brücke bauen konnte, bin ich nicht nochmal hierher zurückgegangen. Und die hat ja irgendwas erzählt, dass sie was für uns habe, ne? Ihr habt meinem Vater geholfen, nicht wahr? Ich danke euch. Vielen Dank für eure Hilfe, fühlt euch ja wie zu Hause. Vielen Dank, ich habe hier etwas für euch, ich dachte schon jetzt. Willst du uns das wirklich geben? Ja. Ich werde es gut aufbewahren. Ja, hier kriegen wir nämlich noch ein Drachenei. So. Gut. Damit hätten wir das auch. Das müsste jetzt... ich glaube, das dritte Drachenei sein. Guck mal schnell. Ja, das dritte Drachenei. Ich glaube, es gab auch... hier wie in The Fortress of Doom, of Doom 8 davon. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. So, gut. Jetzt gehen wir zurück nach Busalka. Und ja, ich werde hier noch ein bisschen meine MP und so auffrischen und dann geht's beim nächsten Mal in die Nordgrotte. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir auch auf Twitter oder in meinem Discord. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.